In ihrem Ort ist etwas passiert und die Elsterwelle war nicht dabei? Dann berichten Sie doch selbst. Einfach Ihre Informationen möglichst mit einem aussagekräftigen Foto an info@elsterwelle.de senden. Wir freuen uns auf Ihre elektronische Post. Kontaktdaten bitte nicht vergessen. Ist dein Kumpel Patrick 2,60 Euro. 2,60 Euro? Zahlt damit, dann seid ihr quitt. Ruckzuck ist einfach. Ja. Geld schnell und leicht per Handy senden. Mit Quitt, einer Funktion unserer App. Das große Garten- und Familienfest im Mehrgenerationenhaus Südtreff in Hoyerswerda in der Schweizer Straße. An diesem Samstag ab 14.30 Uhr. Mit buntem Bühnenprogramm und Roland Kaiser-Double. Mit Spaß und Spiel für Steppkes und der Kletterwand. Mit lecker kulinarischem und selbstgebackenem Kuchen. Mit Info- und Aktionsständen des Nachbarschaftshilfevereins. Feiern Sie seinen 20. Geburtstag doch einfach mit. Am Samstagnachmittag. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Drehscheibe Lausitz. Brücken in die Zukunft heißt das Förderprogramm, das vor allem Kommunen zurzeit eine Menge Geld beschert. Am Donnerstag gab es in der Hoyerswerda Lausitzhalle einen Scheck. Umweltstaatssekretär Herbert Wolf hat am Donnerstagnachmittag an Hoyerswerdas Oberbürgermeister Stefan Skora einen Fördermittelbescheid in Höhe von 525.000 Euro zur Unterstützung der Sanierungsarbeiten für die Lausitzhalle übergeben. Das Geld stammt aus dem Programm Brücken in die Zukunft. Im Rahmen der Baumaßnahme wird die Fassadensanierung der Halle am Bauteil 1 fortgeführt und ein Personenaufzug im Atrium eingebaut. Außerdem sollen die Sanitäranlagen im Verwaltungsgebäude für Künstler und Mitarbeiter erneuert werden. Die Gesamtausgaben für dieses Projekt belaufen sich auf rund 824.000 Euro. Die städtischen Wirtschaftsbetriebe beteiligen sich mit 175.000 Euro und die Stadt Hoyerswerda mit 123.000 Euro. Im Hoyerswerda Ortsteil Künicht ist am Mittwochabend die Ortschronik vorgestellt worden. Gut 4 Jahre hat das 5-köpfige Autorenteam daran gearbeitet. Keine großartige Historie, aber durchaus wechselvolle Geschichte kann das Dorf für sich beanspruchen, erklärte Reinhard Wenzel. Aus einem Vorwerk mit Schäferei entwickelte es sich langsam zu einem Ort. Bis ins 19. Jahrhundert waren die Einwohner fast durchweg sorbischer Abstammung. Und daher wurden auch viele Originalzitate verwendet. Erzählungen von Menschen aus Künicht und zahlreiche Bilder laden zum Schmökern ein. Die Chronik wird zum Dorffest an diesem Sonntag ab 11 Uhr verkauft. 250 Exemplare sind vom Ortsverein gedruckt worden. Ab Freitagnachmittag 17 Uhr bis zum Sonntag 18 Uhr ist in der Hoyerswerda Altstadt die Schlossstraße von der Straße an der Mühle bis zur Kirchstraße aufgrund einer Veranstaltung voll gesperrt. Der sogenannte Schwarze Markt sowie die Fahrgasse am Markt zur Spremberger Straße sind bereits seit Donnerstag nicht mehr nutzbar. Die Hoyerswerda Verkehrsbetriebe weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Haltestellen Markt, Kirchstraße und Alte Post bei der Linie 3 entfallen. Bei der Stadtlinie 4 wird auch der Zoo nicht angefahren. Der Radweg am Hoyerswerda Scheibesee ist von Freitag 17 Uhr bis zum Samstag 16 Uhr komplett gesperrt. Grund dafür sind 2 Sportveranstaltungen.
Beim jüngsten Treffen der Lausitzrunde in Spremberg haben sich die Beteiligten auf eine räumliche Abgrenzung des vom Braunkohlewegfall betroffenen Gebietes geeinigt. Nun wolle man weitere Kommunen zur Zusammenarbeit in dem Gremium einladen, erklärt Spremberg's Bürgermeisterin Christine Herntje als Sprecherin der Runde. Man halte an der Forderung fest, dass die Verantwortung für die Auswirkung der Energiepolitik auf die Lausitzer Kommunen beim Bund und der EU liege und eine separate Förderkulisse in Gestalt einer europäischen Modellregion für den Strukturwandel sowie ein Strukturfonds untersetzt mit einem Staatsvertrag der richtige Weg für die Bewältigung der Aufgabe sind. Daran müsse nun weiter gearbeitet werden. Die Lausitz-Runde hat derzeit 23 Mitglieder in Brandenburg und Sachsen. Die Verbraucherzentrale Sachsen warnt vor Online-Käufen von Nahrungsergänzungsmitteln. Gerade im sportlichen Bereich werden diese häufig genutzt, allerdings sind die Produkte meist ungeprüft. Wie eine Marktuntersuchung der Verbraucherzentralen von Magnesiumpräparaten gezeigt habe, kommen Überdosierungen häufig vor. Grundsätzlich sind auch immer Wechselwirkungen mit Medikamenten möglich. Besonders riskant seien Produkte aus dem Internet für Sportler, unter anderem wegen möglicher Verunreinigungen mit Dopingsubstanzen. Mehr Informationen zum Thema gibt es unter verbraucherzentrale.de/Klartext-Nahrungsergänzung. Die Suche nach einem Vermissten endete am Mittwoch tragisch. Die Einzelheiten dazu erfahren Sie nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Am Mittwoch nahm in Hoyerswerda eine Vermisstensuche ein tragisches Ende. Am Morgen war ein 60-Jähriger von Angehörigen als verschwunden gemeldet worden. Polizei, Fährtenhunde sowie ein Mantrailer suchten nach dem Mann. Gegen 21 Uhr wurde er leblos in einem Waldstück in der Nähe seines Wohnhauses gefunden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 60-Jährige das Leben genommen. Es folgen weitere Kurznachrichten des Tages. Eine Streife des Hoyerswerder Reviers hat am Mittwochabend einen Autofahrer in der Bautzener Allee unter Drogen erwischt. Bei einer Überprüfung seiner Personalien kam zudem heraus, dass gegen den 25-Jährigen 2 Haftbefehle vorlagen. Er wurde direkt in eine JVA überstellt. Zudem wartet ein weiteres Bußgeldverfahren auf den Mann. In der Nacht zu Mittwoch sind in Bernsdorf Unbekannte in das Lager eines Imbestandes an der Dresdner Straße eingebrochen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen Waren im Wert von rund 600 Euro. Den Sachschaden schätzte der Eigentümer auf weitere 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
In Bischofswerda wird am 2. September wieder der traditionelle Benefizlauf veranstaltet. Für jeden absolvierten Kilometer stellt die Kreissparkasse Bautzen 1 Euro zur Verfügung. Der Erlös von maximal 1.500 Euro soll in Projekte zur Sport- und Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden, informiert das Rathaus. Einrichtungen oder Vereine können sich dafür jetzt bewerben. Eine Jury bestehend aus Organisatoren und Sponsoren des Laufes trifft die Auswahl des Förderprojektes. In der Kamenzer Stadtbibliothek ist jetzt der Auftakt zum Lesesommer erfolgt. Den Kindern und Jugendlichen stehen in diesen Sommerferien 200 brandneue Titel zur Verfügung. Das Genre reicht dabei von Fantasy, Krimi, Liebesgeschichten, spannenden Romanen bis hin zu Sachbüchern. Die Ausleihe ist kostenlos, es erfolgt lediglich eine Anmeldung. Wer 3 Bücher geschafft hat, bekommt zur Abschlussparty am Sonntag, dem 13. August, ein Zertifikat. Außerdem bekommt jeder Teilnehmer die Chance auf einen Büchergutschein in Höhe von 25 Euro. Der Lostopf entscheidet über die 3 Glücklichen. Die Malteser in Hoyerswerda bieten ungelernten Arbeitssuchenden und Quereinsteigern noch einmal die Möglichkeit, mit einer Ausbildung zum Betreuungsassistenten in der Pflege tätig zu werden. Der letzte von 2 Kursen für das Jahr 2017, der 3,5-monatigen Qualifikation, beginnt am 28. August in den Räumen des Malteser Hilfsdienstes in der Robert-Schumann-Straße 11 in Hoyerswerda. Aufgrund des akut gestiegenen Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen sind die Jobchancen für die neuen Betreuungskräfte sehr gut. Die gesamte Ausbildung ist zertifiziert und kann über die Agenturen für Arbeit und Jobcentern bis zu 100% gefördert werden. Für Erwerbstätige besteht die Möglichkeit, Förderung über die Bildungsprämie von Bund und ESF zu erhalten. Anmeldungen sind beim Malteser Hilfsdienst unter der Hoyerswerder Telefonnummer 40 70 70 möglich. In unserer Servicezeit Kochen stellt Jan Klawitter von der Gaststätte zur Eisenbahn in Kamenz-Wiesa heute Leckereien für den Grill vor. Sie sehen aufwendig aus, sind aber letztlich schnell gemacht, wie Sie gleich sehen werden. Haben Sie ein ungewöhnliches Hobby, eine große Sammelleidenschaft oder kennen Sie jemanden, den wir unbedingt einmal vorstellen sollten? Sie können sich telefonisch unter 03571 425 40 oder via Mail unter info@elsterwelle.de einfach bei uns melden. Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder Jan Klawitter aus der Gaststätte zur Eisenbahn in Kamenz-Wiesa und ich möchte heute Ihnen ein bisschen beim Grillen helfen, denn jetzt ist ja schönstes Wetter und die Grills laufen überall. Ich habe heute mal 3 Vorschläge, die Sie vielleicht umsetzen könnten, und zwar einmal eine schöne gefüllte Hähnchenbrust und die machen wir etwas süßlich, also nach Hawaii-Art, dann eine schön Cordon Bleu, ein gefülltes Cordon Bleu vom Schweinerücken, dort etwas mit Champignon, Schinken, Zwiebel und Lauch. Und dann haben wir natürlich hier noch ein paar Champignons. Das sind nicht die frischesten, aber sie eignen sich trotzdem sehr hervorragend für einen schön gefüllten Champignonkopf mit Hackfleisch und etwas Schafskäse. Also legen wir los und beginnen zuerst mit der Hähnchenbrust. So, liebe Zuschauer, wir haben hier unsere schöne Hähnchenbrust, wie sie also im Handel erhältlich ist. Meistens ist hier noch ein kleines Hähnchenbrustfilet dabei. Das schneiden wir einfach ab. Das grillen wir dann separat, marinieren es mit. Und jetzt schauen wir uns die etwas stärkere Seite von der Hähnchenbrust an. Das ist die Seite, die auch im Prinzip am Knochen anliegt, also am Mittelknochen. Und schneiden hier einen schönen, leichten Schnitt hinein. So, wir verschließen das Ganze ja später wieder und marinieren jetzt unsere Hähnchenbrust. Legen sie in unsere Marinadeschale und marinieren das Ganze mit etwas Zitrone, frischer Zitrone oder Limette. So. Dann habe ich etwas Kräutersalz. Sie können auch normales Salz nehmen, aber ich bevorzuge lieber, das wissen Sie, dieses aromatisierte Salz, entweder von
Kräutern oder auch von Gemüse, das ist dann etwas gelblicher. Und geben ruhig etwas groben Pfeffer dazu, das kann aus der Mühle sein oder wie bei mir hier ein schöner Kräuterpfeffer. Jetzt bei Hähnchen und allgemein Geflügelgerichten kann man immer eine Spur Curry dazugeben. Ja, das bringt eine gewisse leichte Schärfe und hat so ein bisschen was Exotisches an sich. Und etwas Zucker. Der Zucker dient dazu, wenn Sie das dann auf den Grill legen oder auch in der Pfanne braten, dann karamellisiert der Zucker und das bringt einen schönen Hauch der Süße und so ein bisschen leicht karamellig. Das schmeckt sehr gut. So, jetzt haben wir alle Gewürze beisammen. Machen das einmal schön durchmengen. So, alle Gewürze und die Zitrone sich schön verteilt haben. Nun haben wir unsere Hähnchenbrust fertig mariniert und beginnen mit der Füllung. Bei unserer Füllung für unsere süße Hähnchenbrust, nenne ich sie mal, nehme ich heute einfach mal ein paar Aprikosen. Die waren bei mir jetzt schon offen, aber genauso würden auch Pfirsiche oder Ananas aus der Dose gehen. Ich würde lieber Dosenfrüchte empfehlen, weil die sind schon etwas entsaftet durch das Einkochen. Bei frischen Früchten ist es so, dass die manchmal sehr wässern und dass das sehr rausläuft und auch nicht ganz durchgart in dem Sinne. Und deswegen meine Empfehlung, nehmen Sie lieber Dosenfrüchte. Dann habe ich hier noch eine Scheibe Emmentaler und etwas Frischkäse. Und das Ganze wird jetzt im Prinzip in kleine Würfel geschnitten. Ich fange mit der Aprikose an. So, ein bisschen schön klein hacken. Zwei Stück. So, bis es ein bisschen musig ist, nicht zu fein. Geben das Ganze jetzt hier in unsere Schüssel. So, als nächstes den Käse, auch eine einfache Scheibe Schnittkäse, erst in Streifen, dann nochmal querlegen und jetzt in feine Würfel. Das bringt natürlich einen leichten würzigen Geschmack in die Süße. So, okay. Alle ins Schälchen. So, zum Schluss unseren Frischkäse. In dem Fall ein bisschen mit Kräutern, das macht nichts, der kann neutral sein. Einfach hier rein und rühren das Ganze mit einem Löffel schön um. Geben jetzt hier auch keine Gewürze mehr dazu, da die Süße der Aprikose, der leicht würzige Geschmack des Käses und die Frische des Frischkäses eine herrliche Konsistenz ergeben und auch dann in der Hähnchenbrust, die wir ja bereits mariniert haben, einen schönen Geschmack. So, unsere Hähnchenbrust legen wir schön auf unser Brett und füllen das Ganze jetzt mit unserem Aprikosen-Frischkäse-Käsefüllung. So, und jetzt, das kann ruhig etwas mehr sein, was rausläuft, nehmen wir dann fürs nächste. Pressen wir das schön hier rein. So, wunderbar. Und im Nebenhaushalt, denke ich, werden auch ein paar Zahnstocher sein. Die nehmen wir jetzt einfach zum Verschließen unserer Hähnchenbrust und machen das so ein bisschen im Zickzack. Das macht sich ganz gut, da das Hähnchenfleisch sehr zart ist. So, wunderbar. Das kommt natürlich jetzt auf Ihre Hähnchenbrust an, wie groß die ist, wie viel Zahnstocher Sie benötigen. Die kommen ja dann am Ende, bevor Sie servieren, oder ziehen wir die dann wieder raus. So, wunderbar. Unsere gefüllte Hähnchenbrust ist nun fertig und kann dann in die Pfanne. Liebe Zuschauer,
Unsere vorbereiteten Steaks würden jetzt normalerweise auf den heißen Grill gehen. Aber da ich jetzt hier in der Küche keinen Grill habe, können wir die zweite Variante ausprobieren, die ich auch Ihnen bei schlechtem Wetter empfehlen kann. Wir legen unsere Steaks einfach in einer vorgeheizten Pfanne mit etwas Margarine. So, die Margarine hat also den Vorteil, dass unser Gargut nicht so dolle spritzt. Sie sehen das, es schäumt mehr. Mit Rapsöl wäre das jetzt anders, weil Rapsöl hat einen höheren Brennwert. Und so können wir unsere Steaks schön in der Pfanne in Margarine anbraten. Geben auch einfach unsere Bällchen jetzt hier dazu. Würden wir auf dem Grill ja genauso machen. Und lassen sie in der Folie mit der Margarine schön schmoren. So, 2 Minuten auf voller Hitze schön anbraten. Na, vorsichtig wenden. Nicht zu wenig Margarine verwenden. Das kann ruhig ein bisschen drinnen schwimmen. So, nachdem wir unsere Steaks schön scharf angebraten haben, reduzieren wir unsere Hitze und geben einen Deckel auf die Pfanne, der aber die Pfanne nicht ganz verschließt, sodass die Feuchtigkeit noch ein bisschen austreten kann, und lassen die Pfanne jetzt 5 bis 8 Minuten auf kleiner Flamme stehen. Danach drehen wir nochmal alles, nochmal 5 bis 8 Minuten, und danach sind unsere Steaks fertig. Nun habe ich unsere Pfanne von dem Ofen geholt. Diese hat jetzt ungefähr eine Viertelstunde bei leichter Hitze da mit in der Stürze oben drauf geschmort. Und wir werden jetzt gucken, wie unsere Steaks geworden sind. Hier wunderbar unsere Hähnchenbrust, unsere Hähnchenbrust und unser Rückensteak. So, ein bisschen Käse ist ausgelaufen, das macht aber nichts. Und unsere Bällchen lege ich auch mal hier hin. Back mal aus. So, nun schneiden wir das Ganze mal auf. Nehmen natürlich noch schnell unsere Spieße raus. So, ein bisschen vorsichtig anfassen, vielleicht auch ein bisschen mit Küchenkrepp. Ist natürlich noch ein bisschen heiß. So. Und hier sieht man wunderbar unsere Füllung. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 15. Juni 1957 erfolgte die offizielle Grundsteinlegung für den ersten Wohnblock in der Hoyerswerda Neustadt in der heutigen Dammerau-Straße 2 bis 10. Vorab war nämlich nur in der Altstadt erweitert worden. Der Aufbau Hoyerswerdas ging einher mit der Suche nach immer rationelleren Baumethoden, insbesondere für Wohnungen. Die Stadt wurde daher zum Experimentierfeld auf diesem Gebiet. Hier ist erstmals in der ehemaligen DDR der industrielle Wohnungsbau in der Plattenbauweise praktiziert worden. Bereits am 2. Mai 1957 war am Block 114, heute Zusestraße 9 bis 13, die erste Großplatte montiert worden. Die Wandgroßplatte Elemente mit Türen und Fenstern versehen, wurden damals im Betonwerk in Zeisig gefertigt. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Zur Gymnastik 50 Plus lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Freitag ab 8.30 Uhr und 9.45 Uhr wieder in den Grünen Hain an der Huferlandstraße ein. Um 10 Uhr beginnt wie immer das Seniorenschwimmen im Lausitzbad.
Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda probt am Freitag ab 14 Uhr das Kinderzirkus-Varieté Hoi Voi. Es kann ab 15 Uhr auch in der Kreativwerkstatt gebastelt werden. Im Natz in Hoyerswerda am Markt ist am Freitag wieder volles Programm von 14 bis 16 Uhr im technischen Modellbau. Dort können verschiedene Modelle gefertigt werden. Von 15 bis 17 Uhr erfahren Kinder im Bereich Naturwissenschaften und Umwelt Spannendes in der AG Naturforscher. Im Jugendhaus Ossi in Hoyerswerda steht am Freitag Robotic Dance im Mittelpunkt. Das Training mit Felix beginnt um 15.30 Uhr. Ab 17 Uhr ist Zahlzeit für die jungen Künstler. Im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz können Interessierte am Freitag den Theaterkurs besuchen. Beginn ist 16 Uhr. Zudem gibt es auch wieder offene Angebote. Am Freitag werden am Scheibesee die offenen Kreismeisterschaften des Landkreises Bautzen und zugleich die Stadtmeisterschaften Hoyerswerda im Einzelzeitfahren ausgetragen. Es ist eine Strecke von 13,5 Kilometern, um den See zu bewältigen. Gefahren wird in 7 unterschiedlichen Wertungsgruppen. Der erste Start erfolgt um 17.30 Uhr. Wer noch dabei sein möchte, Anmeldeschluss ist 17 Uhr. Treff und Start ist der Scheibesee-Parkplatz, Einfahrt von Hoyerswerda. In Bischofswerda startet am Freitag das dreitägige Weinfest des Wirtschaftsfördervereins. Und nach ihrer erfolgreichen Wiederaufnahme steht die Kultkomödie Ladies' Night am Freitag und Samstagabend auf dem Spielplan des Amphitheaters in Großkoschen. 6 arbeitslose Freunde wollen Männer-Striptease bieten. Die umjubelte Inszenierung der neuen Bühne beginnt am Freitag um 20 Uhr. Nachts durchziehende Wolkenfelder mit kräftigen Schauern oder Gewittern. Bei auffrischendem Wind Tiefstwert um 15 Grad, dabei sind in Gewitternähe Sturmböen möglich. Am Freitag wechselnd bewölkter Himmel und gelegentlich Schauer, ganz vereinzelt auch noch Gewitter. Deutliche Abkühlung, maximal werden noch 20 Grad erreicht. Am Samstag anfangs noch letzte Schauer, später von Westen her freundlicher, aber mit 20 Grad nur mäßig warm. Der Sonntag bringt wieder deutlich mehr Sonne und Temperaturen bis 27 Grad. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Morgen schauen wir unter anderem in die Landesfeuerwehrschule nach Naht. Bis dahin noch einen schönen Abend.